Erste Abteilung, die transzendentale Analytik, B89. Dieter Hattrup liest. Diese Analytik ist die Zergliederung unserer gesamten Erkenntnis a priori in die Elemente der reinen Verstandeserkenntnis. Es kommt hierbei auf folgende Stücke an. Erstens, dass die Begriffe reine und nicht empirische Begriffe seien. Zweitens, dass sie nicht zur Anschauung und zur Sinnlichkeit, sondern zum Denken und Verstande gehören. Drittens, dass sie Elementarbegriffe seien und von den abgeleiteten oder daraus zusammengesetzten wohl unterschieden werden. Viertens, dass ihre Tafel vollständig sei und sie das ganze Feld des reinen Verstandes gänzlich ausfüllen. Nun kann diese Vollständigkeit einer Wissenschaft nicht auf den Überschlag eines bloß durch Versuche zustande gebrachten Aggregats mit Zuverlässigkeit angenommen werden. Da ist sie nur mit Hilfe einer Idee des Ganzen der Verstandeserkenntnis a priori und durch die daraus bestimmte Abteilung der Begriffe, welche sie ausmachen, mithin nur durch ihren Zusammenhang in einem System möglich. Der reine Verstand sondert sich nicht allein von allem Empirischen, sondern sogar von aller Sinnlichkeit völlig aus. Es ist also eine für sich selbst beständige, sich selbst genügende und durch keine äußerlich hinzukommende Zusätze zu vermehrende Einheit. Da wird der Inbegriff seiner Erkenntnis ein unter einer Idee zu befassendes und zu bestimmendes System ausmachen, dessen Vollständigkeit und Artikulation zugleich einen Probierstein der Richtigkeit und Echtheit aller hineinpassenden Erkenntnisstücke abgeben kann. Es besteht aber dieser ganze Teil der transzendentalen Logik aus zwei Büchern, in deren das eine die Begriffe, das andere die Grundsätze des reinen Verstandes enthält. Erstes Buch, die Analytik der Begriffe, B90. Ich verstehe unter der Analytik der Begriffe nicht die Analysis derselben oder das gewöhnliche Verfahren in philosophischen Untersuchungen, Begriffe, die sich darbieten, ihrem Inhalte nach zu zergliedern und zur Deutlichkeit zu bringen, sondern die noch wenig versuchte Zergliederung des Verstandesvermögens selbst, um die Möglichkeit der Begriffe a priori dadurch zu erforschen, dass wir sie im Verstande allein als ihren Geburtsorte aufsuchen und dessen reinen Gebrauch überhaupt analysieren. Denn dieses ist das eigentümliche Geschäft einer Transzendentalphilosophie. Das Übrige ist die logische Behandlung der Begriffe in der Philosophie überhaupt. Wir werden also die reinen Begriffe bis zu ihren ersten Keimen und Anlagen im menschlichen Verstande verfolgen, in denen sie vorbereitet liegen, bis sie endlich bei Gelegenheit der Erfahrung entwickelt und durch eben denselben Verstand von den ihnen anhängenden empirischen Bedingungen befreit, in ihrer Lauterkeit dargestellt werden. Erstes Hauptstück, von dem Leitfaden der Entdeckung aller reinen Verstandesbegriffe. B91. Wenn man ein Erkenntnisvermögen ins Spiel setzt, so tun sich nach den mancherlei Anlässen verschiedene Begriffe hervor, die dieses Vermögen erkennbar machen und sich in einem mehr oder weniger ausführlichen Aufsatz sammeln lassen, nachdem ihre Beobachtung längere Zeit oder mit größerem Scharfsinn angestellt worden ist. Wo diese Untersuchung vollendet sein wird, lässt sich nach diesem gleichsam mechanischen Verfahren niemals mit Sicherheit bestimmen. Auch entdecken sich die Begriffe, die man nur so bei Gelegenheit auffindet, in keiner Ordnung und systematischen Einheit, sondern werden zuletzt nur nach Ähnlichkeiten gepaart und nach der Größe ihres Inhaltes von den einfachen an zu den mehr zusammengesetzten in Reihen gestellt, die nichts weniger als systematisch, obgleich auf gewisse Weise methodisch, zustande gebracht werden. Die Transzendentalphilosophie hat den Vorteil, aber auch die Verbindlichkeit, ihre Begriffe nach einem Prinzip aufzusuchen, weil sie aus dem Verstande als absolute Einheit rein und unvermischt entspringen und daher selbst nach einem Begriffe oder Idee unter sich zusammenhängen müssen. Ein solcher Zusammenhang aber gibt eine Regel an die Hand, nach welcher jedem reinen Verstandesbegriff seine Stelle und allen insgesamt ihre Vollständigkeit a priori bestimmt werden kann, welches alles sonst vom Belieben oder vom Zufall abhängen würde. Erster Abschnitt, von dem logischen Verstandesgebrauch überhaupt, B92. Der Verstand wurde oben bloß negativ erklärt, nämlich durch ein nichtsinnliches Erkenntnisvermögen. Nun können wir unabhängig von der Sinnlichkeit keiner Anschauung teilhaftig werden. Also ist der Verstand kein Vermögen der Anschauung. B93. Es gibt aber außer der Anschauung keine Art zu erkennen als durch Begriffe. Also ist die Erkenntnis eines jeden, wenigstens des menschlichen Verstandes, eine Erkenntnis durch Begriffe, nicht intuitiv, sondern diskursiv.
Alle Anschauungen als sinnlich beruhen auf Affektationen, die Begriffe also auf Funktionen. Ich verstehe aber unter Funktion die Einheit der Handlung, verschiedene Vorstellungen unter einer gemeinschaftlichen Vorstellung zu ordnen. Begriffe begründen sich also auf der Spontanität des Denkens, wie sinnliche Anschauung auf der Rezeptivität der Eindrücke. Von diesen Begriffen kann nun der Verstand keinen anderen Gebrauch machen, als dass er dadurch urteilt. Da keine Vorstellung unmittelbar auf den Gegenstand geht, als bloß die Anschauung, so wird ein Begriff niemals auf einen Gegenstand unmittelbar, sondern auf irgendeine andere Vorstellung von ihm, sie sei Anschauung oder selbst schon Begriff bezogen sein. Das Urteil ist also die mittelbare Erkenntnis eines Gegenstandes, mithin die Vorstellung seiner Vorstellung. In jedem Urteil ist ein Begriff, der für viele gilt und unter diesen vielen auch eine gegebene Vorstellung begreift, welche dann auf den Gegenstand unmittelbar bezogen wird. So bezieht sich zum Beispiel in dem Urteile, alle Körper sind teilbar, der Begriff des Teilbaren auf verschiedene andere Begriffe, unter diesen aber wird er hier besonders auf den Begriff des Körpers bezogen, dieser aber auf gewisse uns vorkommende Erscheinungen. Also werden diese Gegenstände durch den Begriff der Teilbarkeit mittelbar vorgestellt. Alle Urteile sind demnach Funktionen der Einheit unter unseren Vorstellungen, da nämlich statt einer unmittelbaren Vorstellung eine höhere, die diese und mehrere unter sich begreift, zur Erkenntnis des Gegenstandes gebraucht und viel mögliche Erkenntnisse dadurch in einer Erkenntnis zusammengezogen werden. Wir können aber alle Handlungen des Verstandes auf Urteile zurückführen, sodass der Verstand überhaupt als ein Vermögen zu urteilen vorgestellt werden kann. Denn er ist nach dem Obigen ein Vermögen zu denken. Denken ist die Erkenntnis durch Begriffe. Begriffe aber beziehen sich als Prädikate möglicher Urteile auf irgendeine Vorstellung von einem noch unbestimmten Gegenstande. So bedeutet der Begriff des Körpers etwas, zum Beispiel Metall, was durch jenen Begriff erkannt werden kann. Er ist also nur dadurch Begriff, dass unter ihm andere Vorstellungen enthalten sind, vermittels deren er sich auf Gegenstände beziehen kann. Er ist also das Prädikat zu einem möglichen Urteile, zum Beispiel, ein jedes Metall ist ein Körper. Die Funktionen des Verstandes können also insgesamt gefunden werden, wenn man die Funktion der Einheit in den Urteilen vollständig darstellen kann. Dass dies aber sich ganz wohl bewerkstelligen lasse, wird der folgende Abschnitt vor Augen stellen. Zweiter Abschnitt, Paragraph 9, von den logischen Funktionen des Verstandes in Urteilen, B95. Wenn wir von allem Inhalt eines Urteils überhaupt abstrahieren und nur auf die bloße Verstandesform darin Acht geben, so finden wir, dass die Funktion des Denkens im Verstande unter vier Titel gebracht werden könnte, deren jeder drei Momente unter sich enthält. Sie können füglich in folgender Tafel vorgestellt werden. Erstens Quantität der Urteile, allgemeine, besondere, einzelne. Zweitens Qualität, bejahende, verneinende, unendliche. Drittens Relation, kategorische, hypothetische, disjunktive. Viertens Modalität, problematische, assertorische, apodiktische. B96, da diese Einteilung in einigen, obgleich nicht wesentlichen Stücken von der gewohnten Technik der Logik abzuweichen scheint, so werden folgende Verwahrungen gegen den besorgten Missverstand nicht unnötig sein. Erstens, die Logiker sagen mit Recht, dass man beim Gebrauch der Urteile in Vernunftschlüssen die einzelnen Urteile gleich den allgemeinen behandeln könne. Denn eben darum, weil sie gar keinen Umfang haben, kann das Prädikat derselben nicht bloß auf einiges dessen, was unter dem Begriff des Subjektes enthalten ist, gezogen, von einigem aber ausgenommen werden. Es gilt also von jenem Begriffe ohne Ausnahme, gleich als wenn er ein gemeingültiger Begriff wäre, der einen Umfang hätte, von dessen ganzer Bedeutung das Prädikat gelte. Vergleichen wir dagegen ein einzelnes Urteil mit einem gemeingültigen Urteil, bloß als Erkenntnis der Größe nach, so verhält sie sich zu diesem wie Einheit zur Unendlichkeit und ist also an sich selbst davon wesentlich unterschieden. Also wenn ich ein einzelnes Urteil, judicium singulare, nicht bloß nach seiner inneren Gültigkeit, sondern auch als Erkenntnis überhaupt nach der Größe, die es in Vergleich mit anderen Erkenntnissen hat, schätze, so ist es allerdings von gemeingültigen Urteilen judicia communia unterschieden und verdient in einer vollständigen Tafel der Momente des Denkens überhaupt, obwohl freilich
nicht in der bloß auf den Gebrauch der Urteile untereinander eingeschränkten Logik eine besondere Stelle. B79. Zweitens, ebenso müssen in einer transzendentalen Logik unendliche Urteile von Bejahenden noch unterschieden werden, wenn sie gleich in der allgemeinen Logik jenen mit Recht beigezählt sind und kein besonderes Glied der Einteilung ausmachen. Diese nämlich abstrahiert von allem Inhalt des Prädikats, ob es gleich verneinend ist, und sieht nur darauf, ob es dem Subjekt beigelegt oder ihm entgegengesetzt werde. Jene aber betrachtet das Urteil auch nach dem Wert oder Inhalt dieser logischen Bejahung mit Hilfe eines bloß verneinenden Prädikats und was diese in Ansehung der gesamten Erkenntnis für einen Gewinn einbringt. Hätte ich von der Seele gesagt, sie ist nicht sterblich, so hätte ich durch ein verneinendes Urteil wenigstens einen Irrtum abgehalten. Nun habe ich durch den Satz, die Seele ist nicht sterblich, zwar der logischen Form nach wirklich bejaht, indem ich die Seele in den unbeschränkten Umfang der nicht sterbenden Wesen setze, weil nun von dem ganzen Umfange möglicher Wesen das Sterbliche einen Teil enthält, das Nichtsterbliche aber den anderen, so ist durch meinen Satz nichts anderes gesagt, als dass die Seele eines von der unendlichen Menge Dinge sei, die übrig bleiben, wenn ich das Sterbliche insgesamt wegnehme. Dadurch aber wird nur die unendliche Sphäre alles Möglichen insoweit beschränkt, dass das Sterbliche davon abgetrennt und in dem übrigen Raum ihres Umfangs die Seele gesetzt wird. Dieser Raum bleibt aber bei dieser Ausnahme noch immer unendlich und können noch mehrere Teile desselben weggenommen werden, ohne dass darum der Begriff von der Seele im Mindesten wächst und bejahend bestimmt wird. Diese unendlichen Urteile also in Ansehung des logischen Umfangs sind wirklich bloß beschränkend in Ansehung des Inhaltes der Erkenntnis überhaupt. Und insofern dürfen sie in der transzendentalen Tafel aller Momente des Denkens in den Urteilen nicht übergangen werden, weil die hierbei ausgeübte Funktion des Verstandes vielleicht in dem Felde seiner reinen Erkenntnis a priori wichtig sein kann. Drittens, alle Verhältnisse des Denkens in Urteilen sind die a. des Prädikats zum Subjekt, b. des Grundes zur Folge, c. der eingeteilten Erkenntnis und der gesammelten Glieder der Einteilung untereinander. In der ersteren Art der Urteile sind nur zwei Begriffe, in der zweiten zwei Urteile, in der dritten mehrere Urteile im Verhältnis gegeneinander betrachtet. Der hypothetische Satz, wenn eine vollkommene Gerechtigkeit da ist, so wird der beharrlich Böse bestraft, enthält eigentlich das Verhältnis zweier Sätze. Es ist eine vollkommene Gerechtigkeit da und der beharrlich Böse wird bestraft. Ob beide dieser Sätze an sich wahr sind, bleibt hier unausgemacht. Es ist nur die Konsequenz, die durch dieses Urteil gedacht wird. B99. Endlich enthält das disjunktive Urteil ein Verhältnis zweier oder mehrerer Sätze gegeneinander, aber nicht in der Abfolge, sondern der logischen Entgegensetzung. Sofern die Sphäre des einen die des anderen ausschließt, aber doch zugleich der Gemeinschaft, insofern sie zusammen die Sphäre der eigentlichen Erkenntnis ausfüllen, also ein Verhältnis der Teile der Sphäre einer Erkenntnis, und da die Sphäre eines jeden Teiles ein Ergänzungsstück der Sphäre des anderen zu dem ganzen Inbegriff der eingeteilten Erkenntnis ist. Zum Exempel, die Welt ist entweder durch einen blinden Zufall da, oder durch innere Notwendigkeit, oder durch eine äußere Ursache. Jeder dieser Sätze nimmt einen Teil der Sphäre der möglichen Erkenntnis über das Dasein einer Welt überhaupt ein, alle zusammen die ganze Sphäre. Die Erkenntnis aus einer dieser Sphären wegnehmen heißt, sie in eine der übrigen setzen und dagegen sie in eine Sphäre setzen heißt, sie aus den übrigen wegzunehmen. Es ist also in einem disjunktiven Urteil eine gewisse Gemeinschaft der Erkenntnisse, die darin besteht, dass sie sich wechselseitig einander ausschließen, aber dadurch doch im Ganzen die wahre Erkenntnis bestimmen, indem sie zusammengenommen den ganzen Inhalt einer einzigen gegebenen Erkenntnis ausmachen. Und dieses ist es auch nur, was ich des folgenden wegen hierbei anzumerken nötig finde. B100. Viertens. Die Modalität der Urteile ist eine ganz besondere Funktion derselben, die das Unterscheidende an sich hat, dass sie nicht zum Inhalte des Urteils beiträgt, denn außer Größe, Qualität und Verhältnis ist nichts mehr, was den Inhalt eines Urteils ausmachte,
sondern nur den Wert der Cupula in Beziehung auf das Denken überhaupt angeht. Problematische Urteile sind solche, wo man das Bejahen oder Verneinen als bloß möglich, also beliebig annimmt. Assertorische, da es als wirklich und wahr betrachtet wird. Apodiktische, in denen man es als notwendig ansieht. Anmerkung: Gleich als wenn das Denken im ersten Falle eine Funktion des Verstandes, im zweiten der Urteilskraft, im dritten der Vernunft wäre. Eine Bemerkung, die erst in der Folge ihre Aufklärung erwartet. So sind die beiden Urteile, deren Verhältnis das hypothetische Urteil ausmacht, ebenso in deren Wechselwirkung das Disjunktive besteht, Glieder der Einteilung insgesamt nur problematisch. In dem obigen Beispiel wird der Satz »Es ist eine vollkommene Gerechtigkeit da« nicht assertorisch gesagt, sondern nur als ein beliebiges Urteil, wovon es möglich ist, dass jemand es annehme, gedacht. Und nur die Konsequenz ist assertorisch. Daher können solche Urteile auch offenbar falsch sein und doch problematisch genommen Bedingungen der Erkenntnis der Wahrheit sein. So ist das Urteil, die Welt ist durch blinden Zufall da, in dem disjunktiven Urteil nur von problematischer Bedeutung, nämlich dass jemand diesen Satz etwa auf einen Augenblick annehmen möge. B. 101 und dient doch, wie die Aufnahme des falschen Weges unter der Zahl aller derer, die man nehmen kann, den wahren zu finden. Der problematische Satz ist also derjenige, der nur die logische Möglichkeit, die nicht objektiv ist, ausdrückt, das heißt eine freie Wahl, einen solchen Satz gelten zu lassen, seine bloß willkürliche Aufnahme in den Verstand. Der assertorische Satz sagt von logischer Wirklichkeit oder Wahrheit, wie etwa in einem hypothetischen Vernunftschluss, das Antecedens im Obersatze problematisch, im Untersatze assertorisch vorkommt und zeigt an, dass der Satz mit dem Verstande nach dessen Gesetzen schon verbunden sei. Der apodiktische Satz denkt sich den assertorischen durch diese Gesetze des Verstandes selbst bestimmt und daher a priori behauptend und drückt auf solche Weise logische Notwendigkeit aus. Weil nun hier alles sich gradweise dem Verstande einverleibt, so dass man zuvor etwas problematisch urteilt, darauf auch wohl es assertorisch als wahr annimmt, endlich als unzertrennlich mit dem Verstande verbunden, das heißt als notwendig und apodiktisch behauptet, so kann man diese drei Funktionen der Modalität auch so viele Momente des Denkens überhaupt nennen.